Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, geehrter Minister Scholz, zunächst gratuliere ich Ihnen zu Ihrem neuen Amt und wünsche Ihnen eine gute Hand für Deutschland. Inhaltlich warten wir vor einer Lagebeurteilung natürlich den ersten Haushaltsentwurf aus Ihrem Ministerium ab. Bereits heute aber ist klar, die Einnahmeseite des Bundeshaushalts 2018 wird wegen superhoher Steuereinkünfte des Staats erneut beeindruckend hoch sein. Hier zeigen sich, wie schon in den Vorjahren, die Effekte des Gelddruckens der EZB, der kreditgetriebene Keynesianismus lebt. Alan Greenspan hat mal gesagt, gebt mir eine Billion und ich werfe euch eine Riesenparty. Und 2017 hat die EZB genau diese Billion auf ihre Geldmenge erhöht und so ein gewaltiges konjunkturelles Strohfeuer gezündet. Sowas kann niemals nachhaltig sein, aber es ist 2018 im Haushalt spürbar. Und auch auf der Ausgabenseite besteht weiterhin ein absoluter Ausnahmezustand. Fast keine Zinsbelastung auf die Bundesschuld, auch das dank der permanenten Eingriffe der EZB. Das Ergebnis ist die beste aller Scheinwelten. In diesem Umfeld müsste der kommende Bundeshaushalt eigentlich einen riesigen Überschuss ausweisen. Denn die Ausgabeseite enthält die eigentlich wichtigste Position überhaupt nicht. Die Euro-Rettungsrisiken, und ich glaube, das kann ich vorwegnehmen, beim Haushalt 2018, auch wenn er noch nicht vorliegt, fehlen hier noch gänzlich. Damit aber ist das ganze Haushaltswerk unvollständig. Bürgschaften und Garantien müssen in einem seriösen Haushalt über angemessene Rückstellungen eingestellt werden. Sie werden eines Tages gezogen und sie werden dann steuerwirksam. Sie selbst, Minister Scholz, müssten doch wissen, was es bedeutet, Garantien auszusprechen. Die Bürgschaften der Stadt Hamburg alleine nur für die Rettung der HSH Nordbank lagen bei mehr als 7 Milliarden €, also einem halben Hamburger Jahreshaushalt. Sie wurden zum Teil noch vor Ihrer Amtszeit ausgesprochen in Hamburg, zum Teil dann auch ab 2012 in Ihrer Amtszeit. Jahrelang wurde in Hamburg behauptet, das wird nie fällig. Ja, und nun sind sie doch fällig geworden. Erst vor 10 Tagen wurde bekannt, dass jetzt doch die gesamte HSH-Bürgschaft steuerwirksam wird. Diese Altlasten durch Bürgschaft und Garantien sind also kein rein theoretisches Problem. Das ist bittere Realität für die Menschen in Hamburg heute schon. Passen Sie also darum auf, dass Sie im neuen Amt nicht am Hamburg mal 100 erben. Der Bund übernimmt für die permanente Euro-Rettung indirekt und ohne die deutschen Bürger bzw. Bürgen zu befragen jedes Jahr Bürgschaften über hunderte Milliarden Euro, über Target 2, über EZB-Anleihekäufe, über ESM-Garantien und so weiter. In einem Interview haben Sie eben gesagt, Deutschland dürfe sich auf einen seriösen Haushalt freuen. Na gut, das wäre dann der Haushalt, der wie bei den ehrbaren Hamburger Kaufleuten üblich die Risiken der Euro-Vergemeinschaftung endlich einmal abbildet, diese Risiken. Ihre Vorgänger, Finanzminister Steinbrück und bei allem Respekt auch Finanzminister Schäuble, haben diese vollständige Einbuchung der Euro-Risiken im deutschen Haushalt seit 2005 niemals geliefert. Sie haben nun die nächste Chance dazu, die traditionelle Hamburger Seriosität der Buchführung wiederherzustellen. Herr Minister, glauben Sie der bisherigen BMF-Propaganda von der schwarzen Null nicht? In Wahrheit hat es seit 1969 in diesem Land niemals eine schwarze Null gegeben. Sie treten ein sehr schweres Erbe an. Ob Sie es schon wissen, weiß ich nicht. Dieser Bundeshaushalt ist Ihre einmalige Chance, bei der Euro-Rettung Tabula Rasa zu machen oder, wie Sie vielleicht sagen würden, Klarschiff. Machen Sie also den Bundeshaushalt ehrlich und steuern Sie beim Euro auch um. Nach Medienberichten und auch in Ihrer Rede eben planen Sie leider genau das Gegenteil. Noch mehr EU-Europa. Das ist unverantwortlich. Zwar ist Ihre Rhetorik irgendwie stabilitätsorientiert. Wir werden keine Vergemeinschaftung der Schulden haben. Das aber ist Sophistik, denn wir haben bereits die Vergemeinschaftung der Schulden und bald auch die des deutschen Sparvermögens. Bereits heute ist die EZB die einzige Käuferin italienischer Staatsanleihen netto. Auch die privaten Banken der Euro-Südländer schieben 800 Milliarden faule Kredite vor sich her. Sie und die Kanzlerin waren trotzdem vorige Woche in Paris bereit, bei der absurden europäischen Einlagensicherung mitzumachen. Sie haben das bereits zugesagt, Sie haben es ja eben auch noch mal angedeutet, also deutsche Spareinlagen in die Gemeinschaftshaftung für diese Zombie-Banken zu nehmen. Das war Ihre erste Amtshandlung, nur 2 Tage nach der Vereidigung.
Ihre Stabilitätsrede ist vor diesem Hintergrund reine Ablenkungsrhetorik. Sie sagten ja im Interview am 18.03., der Begriff der Transferunion sei ein politischer, inhaltsfreier Kampfbegriff. Nein, das ist die täglich milliardenschwere Realität in Europa, in EU-Europa. Wir brauchen auch keinen modernen Haushalt, wie das die Kanzlerin vor 4 Wochen hier beschworen hat. Wir brauchen einen ehrlichen Haushalt. Und wir brauchen ganz sicher auch keine Derivatinstrumente aus der Gruselkiste der Finanzalchemie zur Beherrschung der faulen Eurokredite und zur totalen Sozialisierung der Spareinlagen werden in Brüssel, Berlin und ja, jetzt hier auch in Berlin doch tatsächlich wieder Finanzderivate geplant. Das ist also die Bündelung guter deutscher Staatsanleihen mit italienischen und spanischen Junkbonds. Als hätte man aus der Finanzkrise 2008 nichts gelernt. Herr Schneider, Sie sollten sich erinnern an dieses Thema. Sie waren da auch schon hier. Sie sind ja einer der hier länger Regierenden. Genau diese Derivate waren damals vor gerade einmal 10 Jahren der Auslöser der Weltfinanzkrise. Sie selbst, Herr Scholz, Minister Scholz, haben nach Presseberichten der sogenannten EU-Bankenunion und eben ja auch nochmal und damit der Vergemeinschaftung der Spareinlagen bereits zugestimmt. Wir fordern Sie auf, wie heute schon, diesen wahnwitzigen Transfersozialismus mit deutschen Sparbillionen zu unterlassen. Sogar deutsche Bankvorstände und Sparkassenpräsidenten sind zutiefst empört heute schon und rufen zu Großdemos vor der EZB auf. Kein deutscher Sparer will diesen Wahnsinn. Unsere nationalen Einlagensicherungssysteme haben sich seit Jahrzehnten bewährt und nun sollen sie europäisiert werden. Wollen Sie die deutschen Spareinlagen auf dem Altar von EU-Europa opfern? Herr Minister, Ihr superschneller Besuch in Paris macht uns große Sorgen. Wir werden Sie daran messen, ob Sie die Traumtänzereien vom totalen Europa aus Ihrem gescheiterten Wahlkampf, die ja letztlich in Paris formuliert wurden, fortsetzen. Vergessen Sie nicht, dass Sie die Koalition der Wahlverlierer sind, dass also eben dieser totale EU-Europawahn 2017 abgewählt wurde. Herzlichen Dank. Nächster Redner ist der Kollege Ralf Brinkhaus, CDU/CSU.